Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Fürs Panieren geben wir die zwei Eier in eine Schüssel und verquirlen sie mit einer Prise Salz. Die Hühnerfilets geben wir in eine Schüssel und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Das Paniermehl wird mit dem Sesam vermengt. Nun werden die Hühnerfilets zuerst im Mehl gewendet. Danach ordentlich im Ei wenden. Und zum Schluss kommt es in die Sesambröselmischung. Die Brösel braucht ihr nicht fest andrücken, so habt ihr dann eine luftige Panier. Und nun kommen sie ins Öl. Dafür erhitzen wir das Öl in der Pfanne. Die Schnitzel ungefähr bei mittlerer Stufe auf jeder Seite für 3 Minuten goldbraun backen. Diese Filets schmecken auch wunderbar zu Blattsalate. Wenn die Schnitzel fertig sind, lassen wir sie kurz auf Küchenpapier abtropfen. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Kathi.